Und damit ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Infamous Second Son. Ja, meine lieben Freunde, wir haben jetzt eine neue Kraft, wie ihr seht auch. Wer die letzte Folge nicht geschaut hat, müsste sie unbedingt. Die war echt ziemlich spannend, muss ich sagen. Also der eine Kampf, Alter. Ich bin froh, ich mich da ein bisschen so... ich will nicht viel spoilern. Schaut einfach gerne die Folge, wie gesagt. So, jetzt geht's aber auch weiter. Wir suchen wieder nach Kernrelais, wie wir es in den ersten Folgen mal getan haben. Da müssen wir... Wohin? Da. Ja, ich bin ja froh, dass wir das ganze Gebiet ja schon aufgeräumt haben, weil wir haben einfach nichts mehr zum Aufräumen hier. Das ganze Gebiet ist frei vom DUP. Also, irgendwie sieht es aber nicht so aus. Naja. Aber jedenfalls wurde ja schon alles aufgeräumt und ich sehe... Ich glaube, wir probieren mal die neue Kraft aus, oder? Geil. Und ich schätze, das Gelbe ist noch für Rauch, also deshalb so irgendwie im Wechsel, so wie ich es mitgekriegt habe mal. Ziemlich geil, die Superkraft. Warte, was war da gerade? Neon entziehen. Oh, das werde ich einfach nie leid. Ja, das wissen wir. Also Neon-Schilder, ich habe schon auch irgendwas gedacht, dass mit den Neon-Schildern irgendwas auf sich hat, weil die immer so ziemlich stark am Leuchten waren. Und ja, jetzt wissen wir warum. Ich glaube, es geht dahin irgendwie. Und die OP-Wagen, der ist jetzt vorbei. Ja, der war gerade weiß, okay. Hey Fetch, das Ding ist hier. Schon gut. Ich stehe nicht so auf Conduit-Peilsender. Ja, gleich wirst du staunen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Mach das allein, Dee. Und sie steht da einfach so. Okay. Was gerade was passiert ist, hey, habe ich es verpasst. Habt ihr ein Mädchen gesehen? Ziemlich klein, lila Haken, habe ich die Flügel gestutzt. Gern geschehen! Cool. Ich habe Schüsse gehört. Ich sag doch, die Dinger können dich orten. Nein, ich glaube, das war nur eine Patrouille. Ich habe noch so ein Ding gefunden. Ich habe es gekennzeichnet. Siehst du? Eine Neonmarkierung. Ja, gefunden. Folge ihnen einfach. Okay, ich würde aber mal schauen, weil wir viele Scherben haben und eine neue Superkraft. Würde ich gerne... Lasereinblick. Okay. Ah, okay. Schnelles Entziehen machen wir auch mal. Neonstrahl, auch gut. Können wir auch direkt auffüllen. Also 100 Scherben kriegen wir wohl nicht hin, wie ich sehe, aber naja. Ja, und hier ist jetzt Rauch, wie ich sehe. Aber Rauch können wir mal gar nichts mehr machen. Das oben ist Nahkampf. Oh, okay. Ach, Laserfokus. Ja, das ist geil. Das nehme ich gern. Schnelllader. Komm auch nehmen. Und ich glaube, das war's dann jetzt erstmal. Oder? Ja, gesperrt. Gut. Ach, Zeitlupe, das ist ja geil. Hätte Hinweisen folgen. Hey Fetch, ich bin gerade über deine Arbeit gestolpert. Kannst du dich vielleicht ein bisschen bremsen? Ich muss die Furie in mir füttern. Oder vielleicht fütterst du deine Furie mal nicht. Dann verhungert sie und du wirst geselliger, wie ich. Oder vielleicht kannst du mich mal... Die ist auch immer noch krank, oder? Ach, da geht's weiter. Und dann. Hey, jetzt sind wir weiter. Ach, da. Zeichen kann sie aber machen, irgendwie. Jan,
nimm das, du dreckiger Gifthändlerabschau. Du hast es verdient. Hey, Smokey, willst du mitmischen? Smokey? Fetch wäre stolz. Trophäe, geil. Ah. Jetzt kenne ich den Schwachpunkt. Kann gut werden, wenn wir die OP-Agenten in diesem verfolgen. Wenn du nicht grün noch. Nein. Ich glaube, die neue Kraft gefällt mir sehr gut. Jetzt seid ihr alles klar? Ja, ja. Brauchst du noch Hilfe? Brauchen nicht, aber ich nehme sie. Drücken Sie L1 und die Gegner an einen Square Base. Square Base? L1. Hä? Alter! Alter, Alter, Alter! Oh Mist. Komm mal hier. Ah, wie viele Runden da? Also Fetch hilft uns so gesagt. Ist ja nicht schlecht. Okay, ich glaube, ich habe das nächste. Folge einfach den Markierungen. Na, wie war es, die Dealer umzulegen? Macht einen richtig heiß, stimmt? Weißt du, vielleicht sollten wir die Sache mit den Dealern ein bisschen ruhiger angehen. Kriegst du jetzt etwa Mitleid, die? Hey, wir haben Kräfte, die nicht. Deswegen müssen wir die Guten sein. Kannst du mal ein Auge zudrücken? Denk mal drüber nach. Ja, schon okay. Besorg dir einfach ein paar neue Kräfte. Ich finde super, dass es jetzt nur so ein bisschen Story hat, eben jetzt. Also so gesagt, wir machen wohl Kernrelease, aber jedenfalls wird da mal ein bisschen gesprochen und das erzählt ein bisschen Story weiter. Das ist auch mal schön. Jetzt wird ja auf ihre Hinweise geachtet. Was sie denn weiter so was gemacht? Irgendwie auf eine Art cool, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wo ist dann hin? Da oben. Boah, das liebe ich einfach. Das Auto. Geil. So, jetzt war er. Wo ist denn der? Oh, der hinten. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwo wieder in der anderen Gegend. Ah, da hinten ist sie schon. Da ist es. Na los, hol dir deinen Kräfteschock. Hat das Ding aus dem Kopf gekriegt? Alter, ich hoffe, das habe ich jetzt mal nicht wirklich gesehen. Boah, Alter. Stimmt ja. Du zuerst. Ich sehe jetzt alles ganz anders. Halten Sie ihr ein. Ach. Boah.
Ach, dann werden die so eingesperrt. Alter, Lichtkunst kann sie ja machen, das sieht man ja bei ihr. Ach so. Fetch, wie ich sehe, fängst du die Dealer jetzt doch lebend. Kann es vielleicht sein, dass ich etwas damit zu tun habe? Ja, der Egomane denkt immer, ihr seid der Grund für alles, was in der Welt passiert. Haha. Nein, ich glaube nicht, dass ich der Grund für alles bin. Nur für deinen offensichtlichen Sinneswandel. Mehr nicht. Finde ich irgendwie, dass sie das so jetzt macht, also gleich nicht tötet, sondern gefangen nimmt, der Polizei das dann überlässt. Richtig. Ich jeden Tag gerne machen sowas. Wenn ich so eine Superkraft habe, würde ich jeden Tag in der Sand ansprühen, ich schwör's. Wie sind die Hinweise? Ja. Fetch? Wo ist dein nächster Hinweis? Hier ist der Hinweis. Aber wo ist der nächste? Ach, da drüben wird schon angezeigt auf der Karte. Ja, ich soll hier gerade gehen. Was? War das denn? Die Regengeräusche. Trauma. Es geht nach oben. Was zum Helden? Ach du Scheiße! Starker Auftritt. Wo ist sie? Sie ist da oben. Irgendwann mal aus der Nähe ansehen willst. Ich habe über das nachgedacht, was du gesagt hast. Über die Drogendealer auf den Straßen. Ach ja? Ich finde, diese schmierigen Dealer zu jagen, sind doch nur Peanuts. Aber wenn wir weiter oben in der Nahrungskette ansetzen, bei den Lieferanten, dann ändert sich was. Ja, wenn du das nächste Mal die Nahrungskette erklimmen gehst, komme ich gern mit. Ich glaube, ich habe noch nie etwas verändert. Klar, das wird wie ein Date mit dem Bestatter. Ich rufe dich an, wenn sich was ergibt. Alter. Alter, es werde lügen, ja. Alter. Oh, das geht nicht. Nee, das geht echt nicht, Alter. Hat sie... Nee, komm.
Boah. Heftig. Das ist echt heftig. Ja, Leute, wir sind gerade bei unseren Folgen-Time angekommen. Wie gesagt, ich beende dann erstmal die Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Amtadabi. Ciao, mit V.